Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Overwatch. Ja, wir laden es noch kurz zu Ende und wir sind auf Overpass. Und es ist aber nicht schon wieder das gleiche wie vom letzten Mal, oder? Okay, eine Frage, wie konnten... Okay, die haben in der... Der Suspect ist nicht mal Erster mit Spinbot. Wie kann Spinbot denn nicht Erster sein? Vor allem, die haben wahrscheinlich die erste Runde gewonnen, ja, mit einem Alive. Guck mal, ich das mal hier einerlei, einerlei. Okay. Das ist ein schlechtes Spinbot. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Spinbot. Das ich wahrscheinlich selber gemacht oder so. Das ist wirklich ein ganz schlechtes Spinbot. Der macht sich selber Schaden, ist auch nicht schlecht. Aber wie kann der nicht Erster sein? Okay, jetzt kämpft er sich so langsam mal hoch. Aber... Okay, die anderen laufen normal, ja. Spielt jetzt etwa wieder normal? Oder ist es bei dem auch so, dass wenn er... Ne, okay, jetzt spielt er normal. Okay, jetzt gucken wir mal, was er so drauf hat, ohne Hex. Hm? Das war schon mal ein Beweis. Aber ich frag mich, warum... Also... Ich weiß es nicht, aber wenn die Leute hacken, warum... Warum wollen die immer, dass sie gebannt werden, ja? Warum... Also... Kennen die das... Okay, ich glaube. Spielt er immer noch mit Warlock oder ist jetzt, hat er jetzt komplett alles ausgemacht, ja? Weil was soll das, er flasht sich selber? Was macht der gute Dude, ja? Er hat jetzt bestimmt gesehen, dass die jetzt da unten lang laufen. Ja. Auch kurz zur Seite, wo der da kam. Oh, schwierig zu sagen, ob er jetzt noch hackt, ja. Also echt schwer zu sagen. Vor allem jetzt bleibt er wieder stehen, vielleicht konfiguriert er wieder irgendwas. Also ich frage mich, was der da macht. Spielt er zum ersten Mal CSGO oder? Weil da hat man jetzt auch gesehen, dass der Aimbot oder der Aimer irgendwie nicht eingeschlagen hat. Warum er jetzt auch immer auf die linke Seite schaut. Man hat doch gesehen, dass er nach rechts gegangen ist. Also, ich glaube, der hat einfach keine Ahnung von dem Spiel. Ja, und ich sage mal, ohne seinen Spinner kann der Typ gar nichts. Kann der Typ überhaupt gar nichts. Ja. Er flasht jetzt da rein. Und misst die zweite. Wo hat er...
Aber. Was? Sind wir hier auf Gold, Nova? Oder was spielt der da? Okay, nochmal eine Flash. So. Gamer hat ihn nicht gesehen, aber er hat versucht, durch die Wand da auf ihn zu aimen, ein bisschen. Bin ich mal gespannt. Ja, er läuft nach rechts. Ich glaube kaum, dass er den gehört hat. Dafür spielt er nicht. Der spielt nicht so, dass man. Ja. Ja, au. Oh, ich denke, dass er jetzt immer noch Wallhack anhat, ja, aber es versucht zu verstecken. Ja. Also, das ist ja echt alles so lachhaft, was der da spielt. Also. Ja, das war's. Er hat auf jeden Fall Spinball angehabt, Alter. Von dem her ist der gute Dude weg, ja. Und wir sehen uns dann gleich wieder im Part 2. So, da sind wir dann auch schon in Runde 2. Wir befinden uns im Warm-up, ja. Und es ist schon zu Ende. Ne, ist noch nicht zu Ende. Ah, das ist der Kissen, gerade ist reingekommen. Ja. Okay, woher weißt du, dass der da oben ist? Will ich mir auf Halbspeed angucken. Ob er pre-fährt oder so, er guckt nicht nach rechts. Okay. Nach unten geht weg, warum auch immer. Mehr was? Da muss ich meine normale Geschwindigkeit angucken, ob das ein bisschen tiefer ist. Warum guckt der da? Okay, seltsam, sehr seltsam mit Dude. Okay, seltsam mit Dude, ja. Jetzt diskutieren sie wahrscheinlich, wo sie hingehen. Machen wir ein bisschen schneller. So, jetzt kommen wir auf B. Einer stand gerade auf K, da wird er wahrscheinlich angesagt haben. Okay, aber wo aimt der hin? Der ist durchgelaufen, ohne nach unten zu schauen. Okay. Gott, nein, das ist so ein Vollidiot, der in der zweiten Runde eine AK kauft. Bitte verschont mich. Bitte. Okay, der weiß, dass der da steht. Glaubt mir, der weiß, dass der da steht. Ich war irgendwo der Gegner drauf schießt, aber er wusste das. Ich sag ihm. Er aimt auch schon vor. Wo er um die Ecke, also wo der Gegner gerade gesprungen ist. Ne? Gucken wir uns das mal an in der Mitte. So, jetzt. Das sind drei Leute. Welchen Face da? Geil, er geht zurück. Ja, da versucht er ein bisschen mit rechts, links. Keine Ahnung, was es soll.
Da war kurz der Blick zu Zetel, dass da auch keiner kommt. Okay, also den Recon hatte überhaupt gar nicht drauf. So, jetzt bin ich gespannt. Er wurde angehittet durch Box. Bin ich gespannt, ob er die Prefert. Ja. Nice gepreferred, Mr. Suspect. Sehr schön, Suspect. Wolltest du ein bisschen, glaub, dein Wallhack verstecken? Ah ja, da bist du, glaube ich, auch gerade schon ein bisschen am Einstellen. Okay. Wolltest du ein bisschen verstecken, aber wird leider nichts draus. Gucken wir uns das nochmal an. So, da steht einer Triple Box. Er aimt, aber sofort. Was macht der? Was macht der? Was? Hä? Leute, Leute. Also. Wo sind wir denn hier schon wieder gelandet? Ja? Ein Suspect, der nur Kevlar und AK kauft, ja. Er hat 4600 Rest, er kauft keine bessere Waffe, keine bessere Zweitwaffe, er kauft keine Granaten. Also das ist wahrscheinlich wieder irgend so ein Goldnova, der denkt, dass er geil drauf ist, wenn er einen Wallhack anhat. Also. Ja, natürlich. Ja, er läuft wieder durch, weil er weiß, dass Short keiner steht. Ja? Er weiß es einfach. Kein Mensch würde da durchlaufen, ohne Short zu gucken. Dann wäre er sofort down. Ja, jetzt weiß er, Daisy steht da. Daisy läuft da nach links. Kein Mensch, von rechts kann einer kommen. Er weiß aber nicht, dass einer von rechts kommt. Er weiß es aber. Ja, jetzt geht er kurz bevor er um die Ecke kommt, natürlich wieder nach links. Ja. Dass es aussieht, dass es Zufall wäre. Und dass die Overwatcher denken, dass du keinen Wallhack an hast. Aber. Da hast du leider Pech, mein Freund. So. Auch der Spot, ja. Gebt euch den Spot. Kein Mensch steht da hinter der Mauer. Kein Mensch. Okay, da können wir jetzt schnell vorlaufen lassen. Das wäre noch interessant hier. Okay, gut. So, er hat immer noch AK, kauft keine bessere, also eine Tech oder sowas, oder auch keine Granaten, nein. Er steht wieder da, keine Ahnung, was der abaimt. Wenn die Leute da hochspringen, ist er normalerweise unten knapp an der Mauer. Ich habe keine Ahnung, was der abaimt. So. Ach, jetzt guckst du ganz plötzlich Short. Mhm. Junge, das kannst du jemand anderem erzählen, ja, aber nicht mir. Ja, da kannst du auch noch so ein gutes Headset haben. Aber wenn man drei Runden das macht und dann plötzlich nicht mehr. Ja. Also, Aimbot denke ich eher nicht. Ne? Da wird er wahrscheinlich dann noch selber auf die Maus hauen. Ja, klar, der Blick. Er rusht einfach durch. Kein Blick auf CT, kein Blick auf Triple Box. Ja, also, das ist echt lachhaft, was dieser Dude spielt. Das ist echt lachhaft. Und allein nur das Crosshair Placement, ja. Man sieht schon, das ist einfach ein Dude. Ja. Keine Ahnung, was der jetzt schon wieder abhängt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja. Du hast natürlich gehört, dass der da durchkommt. Ja. Boah, hat der Aim Assist. Oh shit. Hat der Aim Assistant oder nicht? Das ist die Frage. So, jetzt gucken wir ganz genau. Er weiß natürlich, dass die Gegner da sind, ja. Hat den anderen auch schon gesehen. Oh, jetzt, komm, zeig dich. Die Frage ist halt immer, mit Wallhack, man weiß ja schon, ja, wo dem Gegner sein Kopf ist. Also kann man ja schon mal vorzielen. Ja.
Das mit seinem total schlechten Roster Placement weiß er ja schlussendlich, wenn er denn sieht, wo sein Head ist. Und jetzt geht er bitte hier oben auf B. Jetzt hat er da mal einen gesehen. Mit der nach vorne. Ich habe keine, wie gesagt, keine Ahnung, was er abend. Keine Ahnung. Wetten, er wird wieder Short gucken. Nein, er wird durchlaufen. Ja, natürlich. Ja, dann noch dieses leichte Pre-Fire mit dazu. Jetzt handelt er ihn natürlich, klar. Der blickt nach Short, ob da auch kein Gegner ist. Ja, also. Ja. Das war's dann auch mit dem Salmon. Ja, nee. Nee, das kannst du mir nicht erzählen, dass du den gesehen hast. Der hat 100% Wallhack. 100%. Ja. Er will's verstecken, man erkennt's. Er hat 100% Wallhack. Jetzt ist die Frage, hat der Dude Aimbot oder Aim Assistant? Ja. Das gibt's noch heraus, das ist noch herauszufinden und das Overwatch wird nicht mehr lang gehen. Also ich denke mal, das wird die letzte Runde sein. Oh. Short ist wieder nichts. Ja, er läuft einfach mit dem Rücken läuft er jetzt da weiter. Also er hat jetzt noch nicht bemerkt, dass er hat jetzt in den zwei Runden nicht gemerkt, dass er eine Granate hat. Er wird es wahrscheinlich auch nicht merken, dass er eine Smoke hat, ja, weil er weiß ja, okay, die AK ist ja One-Click auf Head, ja, also würde die ja benutzen. Ja, keine Ahnung, was der da abnimmt. Der guckt nicht die rechte Ecke an. Der will jetzt sofort nach rechts, weil der ja einer ist. Ja, nicht selbstverständlich. Ja. Der letzte ist jetzt nach CT gelaufen. Ja, er guckt nicht im Connector rein oder sowas, ja, weil. Das ist. Also. Oh, das ist so schlecht. Ja. Das ist so schlecht. Also, Wallhack auf jeden Fall. Briefing, nein, Others auch nein. Aim. Es ist halt immer die Frage, wenn das halt, ich sage mal, wenn das vielleicht so ein Master Guardian ist, ja, so ein Master Guardian Low und der hat ja schon mal zumindest mal ein bisschen Aim, ja. Und Wallhack, ich sag, der hatte kein Wallhack, weil es waren noch ein paar Stellen dabei, wo er halt einfach total schlecht gespielt hat, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb sage ich einfach mal Wallhack nein und bestätige, ja, und ich bedanke mich, und ihr könnt gerne unten reinschreiben, was ihr denn denkt, aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.